So Leute, wir sind heute, oder wir machen uns heute auf den Weg nach Itzehoe, denn heute ist Fotoflug-Fiesta. Unter anderem organisiert von Tobias Barth, der ja auch jedes Jahr seine Fotoflugkalender macht. Und ja, vor uns rollt ein Motorsegler, da drin sitzen Niklas und Marc und die fliegen da auch hin. Das heißt, wir fliegen schön zusammen, das ist auch kein weiter Weg, eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Und ja, wir rollen jetzt zu 27 und dann geht's gleich los. Und das ist die Grumman. Das sind die beiden. Elvi, ja, siehst du? Ist doch vorhin richtig erkannt. Und aus der Tango rollt er auf die Bahn. Drehzahl, normaler Bereich. Und da ist die Geschwindigkeit. Die sollte da sein. Okay. Marc, wir kommen gleich auf deiner rechten Seite. Okay. Coole Aufnahmen hier von der Formation mit der Whisky Whisky. So, ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal vor, weil wir sind bald in Itzehoe. Ja. Und sind dann, reihen uns zuerst ein. Ja. Marc, wir fliegen vor und melden uns schon mal bei Itzehoe. Regnet. Ah, so ein kleiner Schauer hier, ne? So. Weiterhin nichts in Sicht. Der da Oscar-Tango fliegt von Süden ein, in den Gegenanflug. Wohl. Den Verkehr auf der anderen Seite. Ja, kriegen wir jetzt noch eine kleine Dusche. Auch nicht schlimm. Oscar-Tango dreht ein, Queranflug 2-0, verkehren sich. Oscar Tango dreht ein, ändern Flug 2-0. Dann, off. Genau, ich habe hier Tobias Barth neben mir stehen. Du Hallo. Machst ja überwiegend Air-to-Air-Fotografien. Genau. Ne? Also auch einen Kalender machst du ja? Genau. Seelifo-Kalender. Genau. Der kommt jedes Jahr raus, ne? Genau. Ja, richtig. Und du machst so regelmäßig Fotoflüge. Wie läuft das da so ab? Also meldet sich jemand bei dir? Ich hätte jetzt mal Bock, irgendwie
ein RTR-Shooting zu machen oder hast du so deine Kontakte schon, die regelmäßig kommen? Teils, teils. Also das ist von der Idee raus, dass ich Leute anspreche, weil ich das Flugzeug interessant finde, bis hin, dass Leute mich halt ansprechen, weil sie ein schönes Flugzeug haben, was ich nicht unbedingt kenne und wollen fotografiert werden, bis hin zu dem Event halt hier, wo wir dann über vier Tage halt Leute haben, Piloten haben, die teilweise von uns angesprochen werden, teils aber auch selber schon durch Mund-zu-Mund-Propaganda einfach von dem Event wissen und dazukommen. Und es werden jetzt jedes Jahr quasi ein Stückchen mehr. Ja, cool. Ja, ja, und wie machst du das, wenn du jetzt so ein Shooting machst? Du sitzt ja auch in einem Flugzeug, ne? Das steuert dann ja wahrscheinlich jemand anders. Genau. Und der Felix, der steht gerade an der Tankstelle, meist aus der C42. Ja. Ich habe aus einer Remos raus fotografiert, beziehungsweise auch diese Woche aus einer 182er oder dieses Event, beziehungsweise auch aus der Do jetzt hier raus fotografiert, gestern zum Beispiel. Hm. Genau, das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Also haben viele verschiedene Flugzeuge, Tragschrauber hatten wir letztes Jahr mit dabei, ja. Habe ich ausprobiert. Und dir baut dann die Tür auf und dann deshalb zitter ich noch so ein bisschen. Also ja, du warst ja gerade unterwegs, kalt. Ne? Genau, in 1800 Meter war es ganz schön kalt. Ja. Es zog so ein bisschen rein, der Sitz war nass, weil es reingeregnet hat heute Nacht. Ja, heute ist auch ein bisschen, ne? Heute ist ja eher frischer Tag. Wir haben ordentlich Wolken, es ist feucht. Ja. Und natürlich auch kalt, ne? Ja, richtig. Ja, cool. Und dieses Event, ja, seit wann macht ihr das jetzt? Das ist jetzt das vierte Jahr. Ja. Nee, das ist das dritte Jahr. Das dritte Jahr, in dem das Event existiert. Mhm. Vor 3 Jahren bin ich mit dazu gekommen, als einer von 4 Fotografen. Und genau, wir sind 4 Fotografen dabei. Ja. Und ganz unterschiedlich. Also von einem Berufsfotografen, der hauptsächlich People fotografiert, wo ich dabei bin und andere Hobbyfotografen. Und genau, wir haben hier. Wie viele Flugzeuge habt ihr jetzt dieses Jahr so dabei? Ungefähr? Wir hatten über 30 Anmeldungen. Ja. Und einer sagt mal ab, dann kommt einer spontan noch mit dazu. Ja, okay. Also von bis zur grobe Hausnummer. Also so vollständig planen lässt sich das wahrscheinlich nicht. Definitiv nicht. Jetzt kommen ja Leute von weiter weg, die wollten dann natürlich vielleicht noch mal einen Flug machen. Jemand, der dichter dran wohnt, aber irgendwie auf der anderen Elbseite sagt sich, oh, komme ich jetzt vorbei und sowas so kurz. Also mal sagen Leute ab, mal kommen. Einfach Leute ein bisschen später oder so, das ist immer so ein bisschen. Ja, cool. Ja, nee, ich hätte es gerne auch noch mitgemacht, aber ja, wie gesagt, wir haben heute ein bisschen engen Zeitplan. Aber jetzt wollen wir cool hier zu sein und nächstes Jahr haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit, da können wir ja das auch ein bisschen ausführlicher machen. Und ja, wir können uns gerne nochmal so treffen. Absolut gerne. Ne, mit der Nachbarverein sozusagen. Ja, genau. Nachbarflugplatz. Wir sind ja nur praktisch 5 Minuten mit dem Flugzeug voneinander entfernt. Genau, es ist nur so ein dummer Fluss dazwischen. Ja, genau. Nee, und dann können wir ja wirklich mal einmal so ein Shooting zusammen machen und dann auch uns gegenseitig ein bisschen filmen vielleicht. Ja, genau. Dass man mal so einen Einblick hat in das ganze Geschehen. Ja. Genau, gerne. Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, wir fliegen gleich dann langsam wieder nach Hause und dann noch weiter. Viel Spaß. Sehr schön. Vielen Dank. Dann, ne? Gute Heimreise, guten Flug. Danke. Ihr habt es nicht so weit, also ihr könnt das ja gut planen. Ja. So, vor uns eine Maschine. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Kann man nicht vorbei irgendwie? Wie denn? Da ist hohes Gras, da will ich nicht durch. Ah, oh, shit. Was ist das? Ja. Ja, Leute, jetzt schließen wir schon mal gleich die Haube. So, vor uns ist eh noch Marc. Jetzt wieder hinter uns kommt die Karawan mit den Fallschirmspringern. Delta Oscar Tango geht hinter der Startmaschine auf die Bahn. So, Vollgas. Drehzahl normaler Bereich und da kommt schon die Geschwindigkeit, Flugrad hoch. Oh, das war ein schneller Start. Ja. Mit dem Gegenwind merkt man ganz gut, ne? Ja.
Ja, leider haben wir keinen Formationsflug mehr oder keinen Fotoflug mehr mit Tobias hingekriegt, weil einfach uns so ein bisschen die Zeit fehlte heute. Und aber Formationsflug mit Niklas. Aber wir haben einen Formationsflug mit Marc und Niklas gemacht. Ja, das war ja schon mal ganz cool. Das war immerhin etwas. Ja. Das war mein zweites Mal. Ah ja. Ich muss sagen, spannend. Und ja, wir haben ziemlich coole Aufnahmen. Ja, ist immer interessant, finde ich. Genau, wir sind jetzt eigentlich auch nicht mehr weit weg von Uetersen. Auch so 7 Minuten. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so intensiv war von den Aufnahmen her und auch recht kurz war. Aber auch solche Teile gibt's mal. Und nächstes Mal wird es sicherlich wieder ein bisschen mehr geben. Und bleibt mir gerne treu, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.